Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es wieder um einen Erfolg, den wir finden können und erkunden, dann War Within und hier haben wir das Achievement Bücherwurm. Für diesen müssen wir Folgendes machen: Lest die folgenden Bücher, während ihr unter dem Effekt der polymorphischen Übersetzung steht. Und das sind insgesamt drei verschiedene Bände: Etymologie, Abhandlung über Maden, Band 1, 2 und 3. Und ja, als allererstes brauchen wir den Trank. Den kriegen wir hier unten in der Stadt der Fäden. Wir sind jetzt einmal auf den Koordinaten 47, 69. Und dort gehen wir in ein Gebäude rein. Und hier haben wir, wenn dann, einen NPC, der Seaspark heißt. Oder wenn ihr in gewissen Quests schon weiter seid, ist sein Ersatzkasten hier. Und beide, sowohl der NPC als auch der Ersatzkasten, verkaufen uns den Trank der polymorphischen Übersetzung, Nerubisch, einmal für 33 von dieser K- oder Cash-Währung, wie ihr das nennen möchtet. Den können wir einmal nehmen und wenn wir den einsetzen, dann haben wir den 10 Minuten lang drauf. Und jetzt müssen wir an den Spot, wo die drei Bücher sind. Als nächstes sind wir jetzt an einem Eingang zu einer Höhle, und zwar auf den Koordinaten 40, 45. Ihr könnt auch quasi andere Eingänge nehmen. Wir gehen jetzt mal hier rein. Und wenn wir da reingehen, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir die drei Bücher finden. Übrigens, hier ist es so, wenn ihr euch bewegt, geht ein Balken hoch und ja, dann spawnt quasi ein Mob, der euch angreift. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist das eigentlich alles relativ gechillt. So, dann haben wir jetzt hier eine weitere Höhle und die ist quasi in dieser Höhle. Wir sind jetzt auf den Koordinaten 40, 39 und wenn wir jetzt hier reingehen, dann haben wir hier schon einmal das erste liegen, den ersten Band. Shadow melden wir das mal weg. Den können wir jetzt mal lesen. Das ist der erste Band. Jetzt hier schon mal drauf und dann, ja, können wir hier noch ein bisschen weiter rumlaufen. Ich glaube, der zweite müsste unten irgendwo drin sein. Jetzt laufen wir hier mal durch. Genau, der müsste hier unten drin sein. Haben wir auch so einen krassen Quest-NPC. Schauen wir mal, ob wir das hier weglooten können. Also das ist Band Nummer 3. Und jetzt brauchen wir noch Band Nummer 1. Und dafür gehen wir wieder aus der Höhle einmal raus. Und dann müsste der oben irgendwo liegen. Den suchen wir uns jetzt auch. Okay, also mein Balken ist jetzt hier fast voll. Muss ein bisschen aufpassen tatsächlich. So, und hier müsste der irgendwo liegen. Jetzt gucken wir mal. Irgendwo oben. Ah, nee, den haben wir direkt hier am Eingang. Den hatte ich vorhin übersehen. Okay, und das war's schon. Damit haben wir alle drei Bände gelesen und dementsprechend das Achievement einmal eingeheimst. Wir gehen jetzt mal an dem anderen Ausgang wieder raus, den kann ich euch auch kurz zeigen. Also hier oben haben wir natürlich selbstverständlich auch einen. Wenn ihr euch ein bisschen schwerer tut mit den Rollen, könnt ihr den Trank auch erst nehmen, wenn ihr hier seid. Bleibt sich gleich. Ich habe ihn jetzt beim NPC genommen und habe immer noch 8 Minuten über. Also das ist absolut gar kein Stress, das in der Zeit quasi zu schaffen. Gut, dann sind wir tatsächlich durch mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Euer Tila, bis dahin. Ciao.